Ja, hallo und herzlich willkommen zum Beispielvideo zum Shannon Funnel Code. Nochmal kurz, bevor wir direkt einsteigen, erst nochmal hier das Erklärvideo dazu. Wenn ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auch erstmal angucken und dann auch noch das Gegenteil zum Shannon, der Huffman. Und generell, was überhaupt Codierung vielleicht ist, vielleicht auch nicht schlecht zu wissen, weil darum geht es jetzt hier speziell. Es ist ein Verfahren für um einen optimalen Code zu möglichst gut zu erhalten. Das Rezept dabei ist, dass wir zunächst unsere Mengen nach aufsteigender Wahrscheinlichkeit sortieren und dann im zweiten Schritt die Mengen immer bei möglichst 50-50 aufteilen. Und dann vorher haben wir uns, das ist meistens über der Aufgabenstellung gegeben, ob die linke Teilmenge 0 oder die rechte 1 sein soll. Dann wird das halt so initialisiert und dann machen wir das immer weiter, bis wir keine Elemente mehr haben. Hier, das wäre Schritt 4 rekursiv. Also fangen wir wieder beim Schritt 1 an, teilen. Nee, Schritt 1 fällt dadurch weg, weil die Mengen ja schon sortiert dann sind, aber dann gehen wir direkt wieder an Schritt 2 und würden dann wieder immer weiter aufteilen. Jetzt gleich ein Beispiel, wird es wahrscheinlich klarer. Das Beispiel heißt Kneipen. Wir haben hier ein paar Kneipen aus Karlsruhe aufgelistet und wir haben 26 Studenten gefragt, welche Kneipen sie bevorzugen, und dadurch haben wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bekommen und wir wollen jetzt diese Kneipen kodieren. Meistens ist so eine Aufgabe in einer Textaufgabe gegeben, das heißt, ihr müsst die Wahrscheinlichkeiten da erst rauslesen. Meistens ist es nicht so gegeben, wie ich das jetzt hier schon habe, und dann müsst ihr halt nochmal kurz überlegen, was ist und wie viele es überhaupt gibt. Und ja, Schritt 1 ist ja, dass wir die Mengen nach der Wahrscheinlichkeit aufsortieren sollen. Da wir jetzt hier öfters auch Mengen haben, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, ist eine Randbedingung der Aufgabenstellung noch, dass sie dann alphabetisch sortiert werden. Und dann fangen wir an. Also die kleinste Wahrscheinlichkeit ist 1/26, da haben wir genau zwei Stück zur Auswahl. Brasil und Krokodil, hier wird es mit dem Buchstaben B und K abgekürzt. Und weil das B vor dem K ist, fangen wir mit dem B an. Und das B hat die Wahrscheinlichkeit 1/26, das K auch 1/26. Dann danach ist das nächste der Dom und der Miro, und jeweils 2/26. Das D ist wieder vor dem M, deswegen fangen wir damit an. Ihr wisst also immer die Reihenfolge beachten, weil das kann später sonst zu einem anderen Code führen. Und dann wäre das sehr fatal, dadurch Punkte zu verschenken, nur dass man die Reihenfolge am Anfang falsch eingehalten hat. Und das hat auch 2/26. Dann geht's weiter, dann haben wir hier den Zero mit 3/26 als einzelnes Element. Das heißt, das kommt hier alleine hin. 3/26. Und danach kommt die Kneipe Wien, auch alleine mit 5/26, das heißt, hier kommt das W mit 5/26 hin. Und danach zum Schluss haben wir noch die Titanic und das Oxford, jeweils mit 6/26, das O ist wieder vorm T, deswegen fangen wir mit dem O auch an. Und dann haben wir hier 6/26 und T auch mit 6/26. Außerdem ist in der Aufgabenstellung vorgegeben, dass die linke Menge immer 0 und die rechte 1 kriegt, wie hier in dem Rezept aufgeschrieben. Und wir sollen ja die Mengen jetzt immer bei 50-50 teilen. Das heißt, wir müssen gucken, wo kommen wir als erstes an das Verhältnis von 50-50 hin. Also wir fangen mal hier, wir wissen ja 26, das heißt, am besten wäre, wenn wir immer bei 13 teilen könnten. Das heißt, wir versuchen uns immer der 13 im ersten Schritt jetzt am besten zu nähern. Das heißt, wir zählen hier, haben wir 1, 2/26, 4/26, 6, 9/26. Dann hätten wir hier 14/26, das ist fast bei der 13. Und hier dann 12/26, das ist sehr gut, das werden wir auch gleich nehmen. Und wenn man hinten anfängt, könnte man ja auch sagen 6 und 6 sind 12 und hier wären 17. Dann würde man hier aber nur noch auf 9 kommen und das Verhältnis 17:9 ist deutlich schlechter an 50-50 als 14:12. Deswegen nehmen wir das Verhältnis 14:12 und weisen den hier allen die 0 zu, bis hier zur 14, und die anderen kriegen zwei Einsen. Jetzt sehen wir, hier haben wir nur noch zwei Elemente, das ist schön kurz, das machen wir schnell zu Ende. Und weil die ja auch beide 50-50 schon direkt sind, teilen wir jetzt, das ist jetzt der rekursive Schritt, jetzt tun wir diese zweite Teilmenge wieder in Teilmengen wieder unterteilen, weil es nur zwei sind, geht das nur noch einmal, und weisen dem linken wieder die 0 und dem rechten die 1 zu. Jetzt sind wir mit der Spalte schon komplett fertig. So, und da sogar mit der ersten, mit der zweiten Teilmenge des ersten Rekursionsausrufs. Jetzt müssen wir diese weitere Teilmenge wieder möglichst dicht bei 50-50 teilen. Jetzt aber nicht mehr auf 26 bezogen, sondern auf die Mengen, die wir nur noch haben. Da zählen wir mal gerade durch. Das sind 8, 10, 12, 14.
Das heißt, wir wollen bei 7 am liebsten teilen. Das heißt, wir fangen ja an 2, 4, 6. Könnten wir noch die 3 hier zuzählen, hätten wir 9 zu 5. Wenn wir das nicht machen, hätten wir 6 zu 8. 6 zu 8 ist besser als 9 zu 5. Deswegen teilen wir dann bei 6 zu 8. Das heißt, wir würden hier teilen. Das heißt, hier kämen überall Nullen hin. Und hier 2 Einsen. Jetzt haben wir hier wieder nur 2 Elemente. Machen wir das direkt schnell zu Ende. 3 und 5, das können wir nicht besser aufteilen, deswegen kommt hier die 0 hin. Und hier die 1 hätten den Teil auch schon fertig. Jetzt hier im nächsten Schritt haben wir nur noch 6. Und das wollen wir auch wieder möglichst dicht bei 50-50 aufteilen. Und da können wir einmal hier 4 machen oder einmal hier 4. Wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt, das müsste auch entweder wieder eine Aufgabenstellung als Randbedingung noch zusätzlich gesagt sein. Sonst wäre es egal, was man wählt. Wir machen das jetzt von links nach rechts, das heißt, wir teilen hier, das heißt, das hier wäre Nullen und das eine 1, das wäre schon komplett fertig, das Element hier. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem Rest hier, das können wir perfekt bei 50-50 aufteilen, 0, 0 und hier eine 1. Und jetzt haben wir nur noch diese 2 und die können wir auch wieder perfekt aufteilen, dann kriegen wir hier auch 0 und 1. Und so hätten wir jetzt schon unsere Elemente nach dem schönen Fanuel-Code richtig kodiert. Und wir sehen auch, was ich im Erklärvideo gesagt habe, die Codewörter, die sehr selten vorkommen, beziehungsweise hier, die eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, sind am längsten. Also 1/26, das sind mit Abstand die längsten Codewörter als bei 6/26, wenn man das vergleicht. So, aber meistens ist nicht nach so einer Tabelle gefragt in der Aufgabenstellung, sondern eigentlich nach einem Baumdiagramm. Und wenn man ziemlich gut ist oder schon viel Übung hat, kann man das auch mit der Tabelle überspringen und das direkt in einem Baumdiagramm lösen. Ich fand es nur immer recht hilfreich, mit der Tabelle zu arbeiten, weil ich dadurch schneller und sicherer diese Aufgabe lösen konnte, weil eigentlich in der Klausur sind das die Punkte, die man sicher holen kann. Ja, also wir fangen bei einem Baum oben an, bei der Wurzel, und die Wurzel würde aus der kompletten Menge bestehen, das heißt 6/26, und dann schreiben wir einfach auch der Reihe nach unsere Elemente hier auf, also B, K, D, M, Z, W, O, T mit 26/26. Und dann gehen hier 2 Pfeile ab vom ersten Mal teilen. Man kann sich das auch in der Klausur später richtig mit Farbe teilen, dann kann man das ganz schnell zuweisen. Wir haben beim ersten Mal hier geteilt, das heißt, hier kommen noch die Elemente O und T hin und hier die anderen. Das wäre B, K, D, M, Z und W. Und wir haben das so aufgeteilt, dass hier eine 0 hinkommt und hier eine 1. Machen wir das gerade zu Ende, das kann man nur noch auf T und O teilen, auch wieder mit 0 und einer 1. Und dann würde es hier weitergehen. Und zwar dann haben wir hier noch diesen Teil hier, das heißt, wir würden Z und W abspalten hier. Und hier kommen B, K, D und M, hier käme auch 0 und 1. Wieder hin und dann kann man hier wieder nur noch W und Z teilen. Auch wieder mit 0 und 1. Also wie ihr seht, so muss man nicht so viel denken wie bei der Tabelle, weil man immer nur 0 und 1 links, rechts hinschreiben muss. Aber dafür muss man halt immer hier richtig teilen. Und man muss dann sonst immer die Wahrscheinlichkeiten im Kopf durchgehen. Wenn das für den einen so leichter ist, kann er das gerne so machen. Wie gesagt, ich habe es mit so einer Tabelle immer gemacht, weil es dann auch sehr anschaulich ist. Und im nächsten Schritt haben wir einfach hier nur M als einzelnes Element abgespalten und hier B, K und D. Auch wieder mit der 0 und der 1. Und im letzten Schritt haben wir hier dann nur das D und hier B und K. Und hier wieder nur B, hier K, jeweils mit 0 und 1, 0 und 1. Und jetzt könnte man auch nochmal durchgehen und gucken, T hat hier 1, 1 bei uns. 1, 1, das stimmt also. Und können nochmal bei B gucken. Es hat 4 Nullen, 1, 2, 3, 4, 5 Nullen hat das. Und ja, da so sehen wir auch, dass das richtig ist. Meistens muss man dann noch diese Codewörter in einer Tabelle auftragen und man kann nicht nur den Baum so stehen lassen, weil es so ein bisschen verwirrend jetzt ist, wie das aussieht. Auch hier kann man es nicht so gut rauslesen, was jetzt was ist, aber das überspringen wir jetzt an der Stelle. Ja, das war der Shannon Fanuel und die Codierung nach seinem System. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, schaut vielleicht noch mal im Erklärvideo oder beim Huffman vorbei. Ist sehr ähnlich und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.